Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Bottom Reaper, ihr seid bei Ghetto the Keyboard. Tja, es freut mich, dass ihr euch jetzt auch dieses Video anschaut zu der Zerg-Reihe. In dem ersten Video zu dieser Strategiereihe habe ich euch erstmal erklärt, wie die einzelnen Einheiten von Zerg lauten, was sie können, was die Gebäude ausmachen und so weiter und so fort. Davor habe ich euch die ganzen Grundlagen erklärt, aus Mineralien, Gas, was es alles ist, wie man Hotkeys benutzt, etc. etc. Jetzt möchte ich euch gerne eine Strategie nahebringen. Das Problem ist, es ist Zerg und Zerg ist im Allgemeinen eine sehr reaktive Rasse. Ich werde euch gleich erklären, wieso. Was ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen möchte, ist eine Strategie, die funktionieren kann. Ich sage nicht, dass sie funktionieren muss, aber es ist eine schöne, nette, allgemein zugängliche Eröffnung, die man eigentlich zu allerlei Zeiten gebrauchen könnte. Man kann sie anpassen, je nachdem, in welcher Situation man ist. Man kann aus ihr ziemlich gut in alle anderen Richtungen gehen. Für all diejenigen, die jetzt hingegen aber sagen, nein, laut der geweihten Prophezeiung, die vor 150.000 Jahren in einem geweihten Stück Papyrus geschrieben wurde, mit dem Blut von 1000 Jungfrauen, wonach der fünfte blaue Vollmond des Jahres auf einen 32. Februar fällt, ist aber die und die Strategie viel besser an dieser Stelle. Ja. Herzlichen Glückwunsch, back dir ein Eis. So, an dieser Stelle also, tut mir leid dafür, ich musste den ganzen Nerdern und Flamern ein bisschen was Paroli bieten. An dieser Stelle fangen wir also mal an. Das hier ist ein Spiel, das ich gemacht habe gegen den PC. Ich habe dafür einen mittleren Computergegner verwendet und absichtlich ein paar Fehler reingebaut. Wieso baue ich absichtlich in ein Vorführungsvideo ein paar Fehler rein? Man würde sich doch eher fragen, wäre es nicht sinnvoller, an einem, in Anführungsstrichen, perfekten Video zu üben? Nein, das finde ich nicht. Denn falls man ein, in Anführungsstrichen, perfektes Video hat, als Schablone, als Vorlage, dann ist es sehr, sehr schwierig. Manch einer könnte auf die Idee kommen, dass man das wirklich so perfekt ausüben muss, bevor man anfängt zu spielen. Man könnte demotiviert werden anhand dessen, was man alles eigentlich machen muss, was man beachten muss, die klitzekleinen Sekunden, Timings, die man im Kopf haben muss, im Gefühl haben muss, um zu verstehen, wie das ganze Spiel funktioniert. Das braucht ihr nicht. Ihr werdet anfangen, in der Low-Liga zu spielen, im Bronzebereich. Die Gegner werden nicht besser sein als ihr. Also wofür solltet ihr euch Gedanken über irgendwelche feinen Nuancen machen, die es in der Grandmaster League irgendwie irgendeine Bedeutung erlangen? Macht keinen Sinn. Also fangen wir einfach an und schauen uns an, wie das Ganze funktioniert. Ich werde immer wieder pausieren, um euch wichtige Situationen zu erklären. Ihr baut standardmäßig los. Ihr macht eure 6 Arbeit in die Mineralien. Ich splitte sie, aber das ist eigentlich komplett unnötig. Das sind so Nuancen, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Und ihr baut konstant Drohnen. Bis ihr mal 10 Supply seid. Den ersten Overlord, den ihr bekommt, schickt ihr geradewegs zum Gegner. Aber nicht geradewegs, sondern immer so ein bisschen zu der offenen Stelle Luft. Also entweder hier oder hier. Persönlich bevorzuge ich es auf dieser Map, den hierhin zu schicken, über diesen Weg hier, wie wir es hier jetzt sehen können. Da würdest du über diesen Weg fahren, denn falls der Gegner Terraner ist und falls er möglichst schnell versucht hat, irgendwelche Einheiten rauszubekommen, wird der erste Marine, der euch ja gefährlich werden kann, weil Marines im Gegensatz zu den Starteinheiten des Zergs oder Starteinheiten des Protoss in die Luft schießen können, wird er ungefähr zu dem Zeitpunkt raus sein und hier rumkurven, während ihr ungefähr hier seid. Das Schöne daran ist, ihr könnt euch dann verstecken. Hier wäre eine gute Idee, denn die Reichweite des Marines reicht von hier nicht nach da. Und ihr könnt euch hier zum Beispiel hier positionieren, dann wird euch niemals bekommen. Dann musst du schon den zweiten Marine haben und das kostet immer ein bisschen Zeit, ein bisschen ja, Nerven und Geld. Mit etwas Glück schafft ihr es geradewegs hierhin. Man sollte versuchen, seinen ersten Overlord nicht zu verlieren. Ansonsten, falls ihr merkt, dass ihr angegriffen werdet, dass hier ein Marine ist, könnt ihr notfalls auch hierhin flüchten. Hier kann euch auch nicht erwischen. Deswegen halte ich persönlich immer diesen Weg hier für sicherer. Ich halte ihn einfach für am besten. Falls ihr allerdings auf ganz Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr auch hier rüber fahren. Das Problem ist, hiervon könnt ihr euch nur hierhin verziehen und der Weg zur gegnerischen Basis wäre einfach viel, viel länger. Also ist jeweils von Map zu Map unterschiedlich. Ich persönlich bevorzuge diesen Weg, aber don't go apeshit on me, falls ihr es anders nennt oder anders seht. Bei 10 Supply baut ihr einen Overlord. Also sobald ihr bei 10 Supply seid und das nötige Geld habt, baut ihr einen Overlord. Wie auch immer, so gilt auch hier folgende Weisheit.
Dieses Spiel wird noch dutzende Male verändert. Es ist noch nicht ansatzweise perfekt gebalanced. Es ist auch so, dass viele Leute sich am Anfang überlegt haben, wann lohnt es sich, den Overlord zu bauen? Bei 10, bei 9, bei 8 vielleicht sogar. Es gibt irgendwelche Vollnerds, die es nachgerechnet haben und auf die geniale Idee gekommen sind, dass bei irgendeiner dieser verschiedenen Bauarten, man kann hier auch einen sogenannten Extraktor-Trick machen, den werde ich hier aber nicht zeigen, man bei irgendeiner dieser verschiedenen Openings irgendwo, ich glaube, 10, 20 Mineralien mehr hat. Das ist Schwachsinn. Ihr braucht das nicht zu können. Ihr seid totale Anfänger. Befasst euch nicht damit. Dieses Video ist an totale Anfänger gerichtet. Ich würde niemals 20 Mineralien das Genick brechen. Und ihr werdet niemals denken, oh, ja, hätte ich denn damals 20 Mineralien mehr gehabt. Jetzt habe ich deswegen verloren. Falls ihr verliert, dann wird es nicht an den 20 Mineralien liegen. Wir machen einfach weiter, aber das wollte ich mal kurz anmerken. Baut also euren Overlord. Wohin ihr den Overlord schickt, ist eigentlich Wurst. Ich persönlich schicke den immer hierhin. Denn, falls ihr in den Anfangsligen spielt, wird es sehr, sehr oft passieren, dass der Gegner euch cheesen will. Was ist cheesen? Das ist eine Strategie, die als verpönt angesehen wird. Eine Strategie, die, naja, auf mehr Schein als Sein ist. Also, das heißt, man versucht, möglichst schnell den Gegner zu besiegen, ohne tatsächlich besser zu werden. So eine noobige Strategie kann man es auch nennen. Etwas, was eigentlich nicht dem Standardspiel in Anführungsstrichen entspricht. Viele werden also hier versuchen, euch entweder mit Towern zu rushen, also mit Kanonen oder mit anderem Scheiß, mit Bunkern, mit irgend so einem komplett sinnlosen Mist und Müll. Das könnt ihr scouten, indem ihr den Overlord entweder hierhin schickt oder hierhin schickt. Hierhin würde ich nicht empfehlen, weil der von Marines sehr stark abgefangen werden kann, aber hierhin zu schicken wäre ganz okay. Viele Leute würden euch jetzt sagen, ja, scoute doch jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber mal ganz im Ernst, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Wofür scouten? Ich meine, ihr schaut dieses Video, weil ihr totale Anfänger seid und keinen Plan habt, wie Stark auf 2 funktioniert. Wenn ich euch jetzt sagen würde, geht scouten, würdet ihr erstmal große Augen machen, was ist scouten? Dann müsst ihr euch erklären, was scouten ist. Und selbst wenn ihr es wirklich scouten würdet, scouten ist mit einem Arbeiter oder mit irgendeiner Einheit in die gegnerische Basis zu laufen und dort nachzuschauen, was er hat, würdet ihr es trotzdem nicht richtig machen, denn ihr habt keinerlei Möglichkeit zu wissen, ob das, was er in der Basis hat, richtig ist, ob das vernünftig ist, ob das irgendeine Strategie andeutet, ob das wirklich anzeigt, dass er Cheese spielt, ob das anzeigt, dass er fast expandieren möchte. Ihr habt keinen Plan. Das ist auch nicht schlimm. Ihr seid Anfänger. Es wäre merkwürdig, falls ihr Plan hättet, weil dann würde ich in Frage stellen, wieso ihr dieses Video guckt. Die Überschrift sagt eindeutig, an wen das gerichtet ist. Also macht euch keine Sorgen. Scouten könnt ihr auch noch in 10 Jahren machen. Ist erstmal nicht allzu wichtig. Was ihr erstmal wissen müsst, ist, sobald der Overlord schlüpft, habt ihr genau 3 Larven und diese könnt ihr genau zu 3 Drohnen machen. Das passt von den Mineralien und vom Timing eigentlich perfekt. Ihr könnt das kaum falsch machen. Diese 3 könnt ihr anlegen, wie ihr wollt. Ich verteile sie mal so ein bisschen, aber ist eigentlich egal. Solange ihr den Sammelpunkt der Brutstätte auf die Mineralien legt und den für die Einheiten irgendwohin, wo auch immer ihr wollt, wird eigentlich alles funktionieren. Bei 14 Supply baut ihr dann mit irgendeinem der Arbeiter den Extraktor und baut weiterhin, bis ihr bei 14 Supply seid, weiterhin Drohnen. Bei 14 macht ihr erstmal mehr oder weniger Halt, wartet, bis ihr genau 200 Mineralien habt und baut dann euren Brutschleimpool. Meiner kommt jetzt ein Ticken zu spät. Oh nein, wie schlimm. Das wird euch auch passieren, deswegen habe ich es auch extra gemacht. Es ist nicht schlimm. Hauptsache ist, ihr habt bei 14 Supply on Gas gebaut, habt ihr wieder eine Drohne mehr euch geholt, damit ihr wieder bei 14 seid, habt ihr bei 14 euren Brutschleimpool gebaut. Viele werden euch jetzt am Anfang sagen, ja, es wäre vielleicht sinnvoll, sofort anstelle des Boosts, anstelle des Gas, lieber mit einer weiteren Brutstätte hier zu öffnen, also fast zu expandieren. Ich persönlich halte das für nicht gut, denn in den unteren Ligen werden euch die meisten Leute versuchen zu rushen, versuchen halt möglichst schnell euch anzugreifen und möglichst schnell Ende zu machen. Und da wäre sinnvoll, am Anfang eher Kampfeinheiten zu haben, ist eine bessere Wirtschaft. Ist jedem selbst überlassen, nach mehr als 50 Spielen werdet ihr selbst die Reihenfolge finden, in der ihr bauen wollt, in der ihr euer Opening hinlegen wollt. Das hier sowieso ein Video, wo ich euch erkläre, wie es gehen könnte. Wichtig ist, bei Zerg funktioniert das Ganze mit dem Bau ein bisschen anders, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wir waren bei 14 Supply, haben uns einen Extraktor gebaut und waren wieder auf 13. Wie funktioniert das? Im Gegensatz zu allen anderen Rassen wird die Drohne getötet in dem Prozess. Sie entwickelt sich weiter zu dem Gebäude. Sämtliche Einheiten, sämtliche Gebäude, alles, was den Zerg ausmacht, alle Einheiten, die Zerg hat, sind biologisch. Das heißt, die Drohnen, die
Gebäude bauen oder die Larven, aus denen dann die Einheiten schlüpfen, werden dabei zerstört. Die entwickeln sich weiter. Die Drohne kann sich in den Extraktor weiterentwickeln. Wie bei Pokémon, mehr oder weniger. Wenn sie ein bestimmtes Level erreichen, dann entwickeln die sich. Genauso wie auch hier beim Bootsschlammpool. Also gar keine Sorge, es ist vollkommen normal. Ihr dront einfach weiter hoch, bis ihr dann bei 15 seid. Schickt, sobald der Extraktor durch ist, drei Arbiter da rein. Ganz wichtig, drei. Nicht mehr, weil mehr macht keinen Sinn, aber auch nicht weniger. Es müssen genau drei Stück sein. Und dront weiter hoch, bis ihr bei 15 Supply seid. Bei 15 baut ihr aus der nächsten Larve, die ihr habt, einen Overlord. Wir sehen können, wir haben noch keine weitere Larve. Gleich müsste eine schlüpfen. Dann bauen wir unseren Overlord. Perfekt. Wir sehen könnt, zu diesem Zeitpunkt könnte es soweit sein, dass der Gegner einen Marine hätte, aber dann sind wir schon hier. Falls wir das sehen würden, könnten wir gerade so hierhin flüchten, um unseren Overlord zu retten. Manchmal klappt es, manchmal nicht, je nachdem, wie schnell der Gegner reagiert, aber man kann ja hoffen. Dann bauen wir weiter. Der Overlord, den könnt ihr schicken, wohin ihr wollt. Ich persönlich schicke den immer so ein bisschen abseits von meiner Basis, da wo Luft ist, einfach um zu sehen, später, falls irgendwer einen Drop auf mich macht. Was ist ein Drop? Das ist, wenn, naja, der Gegner mit Medevacs, mit Warprism oder mit irgendwas ankommt, mit irgendwelchen Lufteinheiten, damit ihr die früher seht. Ist nicht wirklich tragisch, wichtig ist nur, schickt den irgendwo hin um eure Basis herum, wo Luft ist. Jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr Folgendes macht. Sobald ihr bei 100 Gas seid, zieht ihr alle Arbeiter vom Gas ab, bis auf einen. Das heißt also, zwei Arbeiter aus dem Gas zieht ihr ab, sobald ihr bei 100 Gas seid. Nicht früher, nicht später. Wenn ihr genau 100 habt, muss nur noch ein einziger Arbeiter im Gas übrig bleiben. Zu diesem Zeitpunkt müsste, rein theoretisch, falls ihr es gemacht habt, falls ihr es gut hinbekommen habt, auch euer Pool fertig werden. Wieso macht man das? Naja, das macht man für Folgendes. Ihr habt dann die Möglichkeit, sofort Metabolismusschub zu erforschen. Ihr habt dann genügend Mineralien, um gleichzeitig eine Königin zu bauen, gleichzeitig zwei Larven zur Verfügung, um zwei Zerklinge zu bauen, aus jeder, das heißt insgesamt vier, und ihr habt gleichzeitig genügend für den Metabolismusschub. Also drei Sachen. Das passiert, sobald der Bootsschlammpool fertig ist. Das ist ganz wichtig. Der müsste so zwischen 3 Minuten 5 und 3 Minuten 20 fertig sein. Je nachdem, wie schnell ihr wart. Das variiert immer von Zeit zu Zeit. Wie gesagt, die genauen Timings sind nicht wichtig. In keinem Spiel werdet ihr verlieren, weil ihr 10 Sekunden zu spät was hattet. Wenn ihr 10 Minuten zu spät was habt, das ist tragisch. 10 Sekunden wird nichts passieren. Ihr baut aus den zwei Larven, die ihr habt, sofort vier Zerklinge, baut eine Königin, weil die Königin einfach essentiell ist, und baut sofort euren Metabolismusschub. Wieso mache ich das? Wieso lasse ich euch am Anfang Kampfeinheiten bauen? Ganz wichtig, damit ihr euch am Anfang verteidigen könnt. In unteren Ligen werdet ihr, wie gesagt, sehr, sehr oft angegriffen. Diese vier Zerklinge nehmt ihr, die ersten, die rausschlüpfen, und rennt damit einfach in die gegnerische Basis. Ihr wollt sehen, was er hat. Hat er vielleicht expandiert? Oder hat er vielleicht ebenfalls Zerklinge gebaut? Was hat er? Welches Zeug hat er angefangen zu bauen? Denn jetzt werdet ihr tatsächlich erkennen, was er hat. Ihr müsst keine Genies sein, um hier zu verstehen, was abgeht, denn naja, ihr werdet es sehen. Ganz wichtig, sobald diese vier Zerklinge losgelaufen sind, habt ihr genau genügend Mineralien, um eine weitere Brutstätte zu bauen. Wieso baut man jetzt diese Brutstätte und nicht vorher? Jetzt habt ihr Kampfeinheiten, um diese zu verteidigen. Ihr geht jetzt zum Gegner hin. Ihr beschäftigt ihn. Das heißt, der Gegner wird eure Expansion oder Expansion nicht angreifen können, da er selbst gerade beschäftigt wird von euch. Er kann also keine Einheiten entbehren, um eure Expansion zu töten. Er muss ja erstmal eure eigenen Kampfeinheiten hier vernichten oder zurückschlagen, wie auch immer. Ihr werdet in der Zwischenzeit noch sofort in der nächsten Larve, die kommt, nach euren ersten vier Zerklingen zwei weitere machen müssen, damit ihr insgesamt sechs Zerklinge habt. Alles, was danach kommt, sind erstmal Drohnen. Wenn die Königin schlüpft, müsst ihr sofort eine weitere bauen, aber das ist erstmal nicht wirklich tragisch. Gut, darum kümmern wir uns später. Ihr habt vielleicht auch nicht sofort das nötige Kleingeld dafür. Nicht wirklich schlimm. Hauptsache, die Königin, die rauskommt, muss sofort erstmal Larven erschaffen. Sofort, die kommt raus mit 25 Energie, sofort Larven erschaffen. Sobald ihr dann 150 Mineralien habt, baut ihr sofort die nächste Königin. Wieso, erkläre ich euch gleich. Hauptsache ist, zu diesem Zeitpunkt, das ist so ungefähr die vierte Minute, habt ihr eine Expansion, ihr habt eine Königin, ihr habt Larven da reingeschossen, ihr habt einen Arbeiter im Gas, nur einen einzigen, euer
Cercling Speed ist ungefähr bei der Hälfte fertig und 6 Cercling sind gerade auf dem Weg und beschäftigen ihn. Das ist ganz wichtig. Also Hauptsache, ihr habt das erfüllt. Alles Weitere ist erstmal nicht wirklich von Belang. Ihr habt hoffentlich erstmal das erfüllt. Das sollte so zwischen der 4. Minute und 4:20 ungefähr passieren. Ihr rennt also los und baut währenddessen weiterhin fleißig Drohnen. Sobald ihr bei 150 Mineralien seid, kommt sofort die zweite Königin. Kann ein bisschen früher, kann ein bisschen später kommen, je nachdem, wann ihr es gemacht habt. In der Zwischenzeit weiterhin fleißig Drohnen bauen. Sobald ihr also gesehen habt, was der Gegner hat, habt ihr hier entdeckt, müsst ihr euch jetzt überlegen, was passiert. An dieser Stelle beginnt Zerg reaktiv zu werden. Zerg ist keine offensive Rasse. Sie ist keine Rasse, wo ihr sagen könnt, ich möchte das Spiel diktieren. Ihr müsst reagieren zu dem, was der Gegner hat. Es ist in einem Zerg gegen Zerg-Spiel sehr merkwürdig, aber in der Regel werdet ihr gegen Protoss oder Terraner spielen müssen. Zumindest in 2/3 aller Fälle. Das heißt also in 66,6%. Ja, ich weiß. 66, Periode 6. Ich weiß. Ich weiß. Also, falls Sie hier also sehen können, dass er eine Expansion hat, müsst ihr euch entweder entscheiden, sie zu töten. Dann könnt ihr die nächsten Einheiten wirklich als Kampfeinheiten produzieren. Oder ihr seht, oh, der hat nicht allzu viel, der hat vielleicht irgendeinen sehr komischen Tech eingeschlagen. Da könnt ihr euch ebenfalls entscheiden, Kampfeinheiten zu produzieren oder eure Economy zu pushen. Je nachdem, was er hier hat, je nachdem, was ihr hier sehen könnt, müsst ihr euch dann dementsprechend auf irgendwas einstellen. Ich habe hier gesehen, der hat 4 Zerklinge, hat keine Expansion. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich jetzt mit ihm im Kampf eingehen, weil er nur 4 hat. Ich habe nur 6. Mein Zerkling-Speed ist gleich fertig. Das heißt, falls ich hier meine gesamte Armee verliere und er hat noch eine große Armee, werde ich ziemlich bald meine Armee aufstocken können. Denn mein Larv Inject ist gleich durch. Das heißt, ich werde gleich zusätzliche Larven haben. Und ich bin wahrscheinlich relativ sicher, falls ich ihn jetzt angreife. Ist, wie gesagt, situationsabhängig, das kann man euch nicht trainieren, das kann man euch nicht in einem Guide erklären, das müsst ihr selbst lernen, durch häufiges Spielen. Wir schauen uns ganz einfach mal an. In der Zwischenzeit könnt ihr euch halt überlegen, was ihr baut, entweder weitere Drohnen, weitere Kampfeinheiten. Das Problem an Zerg ist, ihr habt die super tolle Möglichkeit, unglaublich viele Einheiten gleichzeitig zu bauen, aber ihr habt gleichzeitig das Problem, dass ihr nicht Einheiten, also Kampfeinheiten und Drohnen simultan bauen könnt. Das ist das Problem. Das heißt, ihr müsst immer schauen, lohnt es sich jetzt Kampfeinheiten zu bauen? Erwarte ich also, dass der Gegner mich attackieren möchte? Oder kann ich in der Zwischenzeit Drohnen bauen? Also brauche ich meine Kampfeinheiten noch nicht. Jetzt habe ich gesehen, er techt, er hat ein Roach Warren, also Schadenhöhle. Falls er techt, hat er sehr viel Geld und sehr viel Gas da reingesteckt. Das heißt, er wird nicht allzu viele Kampfeinheiten haben. Habe ich auch dann gemerkt, dass er hier nichts mehr hat. Er hat eine Schabenhöhle. Das heißt, falls er Kampfeinheiten jetzt hat, werden die sehr lange brauchen, um zu mir zu kommen. Das heißt, ich kann erstmal die erste Welle an Einheiten, die ich habe, als Drohnen verschicken, damit ich möglichst viel Income habe. Wie gesagt, das kann man euch nicht trainieren, das kann man euch nicht erklären, das müsst ihr einfach im Gefühl haben durch sehr viele Spiele, wann ihr was machen wollt. Generell gilt das Faustregel folgendes: Habt als Zerg immer genau dann die Kampfeinheiten, wenn ihr sie braucht. Kleines Beispiel wäre folgendes: Ihr baut euch sofort am Anfang 40 Schaben, 40 Kakerlaken, 40 Roaches. Dann habt ihr die und ihr könnt damit nichts machen. Sie stehen nur stumpf da. Der Gegner greift euch nicht an. Also sind sie in dem Moment nutzlos. Hättet ihr in der Zwischenzeit anstatt 40 Schaden lieber 40 Drohnen gebaut, hättet ihr 5 Minuten später eine perfekte Economy gehabt, ihr hättet super Wirtschaft, ihr könntet machen, was ihr wollt, aber stattdessen habt ihr 40 Schaden gebaut und ihr habt eine beschissene Wirtschaft, weil ihr aus den 40 Schaden, beziehungsweise aus den 40 Larven, 40 Schaden gemacht habt und nicht 40 Drohnen. Das ist das Problem. Ihr habt eine limitierte vierte Ressource neben dem Mineral und dem Gas und dem Supply, die sich Larven nennt. Larven sind eine begrenzte Ware und falls man die sinnlos rausschleudert für irgendwelche Einheiten, die ihr jetzt in dem Moment nicht braucht, ist es schlecht. Im Zweifelsfall baut Drohnen. Es ist immer besser, ein Spiel zu verlieren und zu merken, ich habe zu viel Drohnen gebaut, als ein Spiel zu verlieren, indem ihr einfach langsam einknickt, weil eure Wirtschaft nicht mithalten kann. Zerg baut Einheiten in Schüben. Das heißt, falls ihr sehen könnt, der Gegner hat gerade nichts, um mich anzugreifen, er hat nichts, mit dem er mir jetzt gerade das Genick brechen kann, baut zu diesem Zeitpunkt lieber eine Wirtschaft auf. Das hilft euch viel, viel mehr. Glaubt mir.
Das ist auch das Problem, wieso sämtliche Strategien mit Zerg sehr schwer zu erklären sind, denn es ist eine unglaublich reaktive Rasse. Ihr könnt nicht sagen, jetzt möchte ich gerne die und die Strategie spielen. Ihr müsst eure Strategie mal anpassen. Ihr sehen könnt, ich habe gemerkt, er hat jetzt einzelne Roaches, die habe ich beim Weglaufen gesehen, aber er kann nicht allzu viel haben. Er kann mich noch nicht mit allzu viel Zeug angreifen. Allerdings habe ich gemerkt, er hat eine Schabenhöhle. Das heißt, falls er mich doch angreifen will, werde ich mit Zergling nicht allzu weit kommen. Also, was mache ich? Ich baue ebenfalls eine Schabenhöhle. Wir können jetzt auch kurz über die zweite Queen sprechen, die wir gerade gebaut haben. Die zweite Queen, wenn sie kommt, ist erstmal relativ nutzlos. Aber sie startet mit 25 Energie. Sie kann nicht nochmal Larven injecten. Also sie kann nicht nochmal Larven erschaffen. Denn das kann nur eine Queen pro eine Brutstätte. Das heißt also, ein Larven erschaffen kann simultan auf einer einzigen Brutstätte aktiv sein. Was die Queen allerdings machen kann, ist, da ihr ja eine Expansion gebaut hat, einen Kriechertumor legen. Das heißt, falls die zweite Queen rauskommt, lauft ihr sofort zu der Grenze, wo euer Creep ist. Das ist diese graue Masse, denn ihr könnt nun mal nur auf der bauen und auf der grauen Masse sind eure Einheiten schneller und stärker und ihr legt da sofort einen Kriechertumor hin. In die Richtung, zu der eure Expansion zeigt. Denn ihr wollt möglichst den Weg von eurer Hauptbasis zu eurer Expansion schließen mit Creep. Das macht viele Dinge um so vieles leichter. Also wäre es definitiv sehr, sehr sinnvoll, falls ihr das macht. Das heißt also, die erste Queen, die macht weiterhin schön Larven erschaffen, denkt an nichts anderes, macht relativ stumpf ein dasselbe. Und die zweite, die rauskommt, macht den Kriechertumor und bewegt sich sofort zu der Expansion. Falls ihr das Ganze perfekt getimed habt, was ich jetzt hier absichtlich nicht gemacht habe, um euch zu zeigen, dass man es nicht perfekt machen muss, aber falls ihr es gut gemacht habt, kommt sie ungefähr dann an, wenn eure Expansion hier fertig ist und hat genau dann 25 Energie, sodass sie sofort wieder Larven erschaffen kann. Ihr merkt, wie das alles wunderbar zusammenhängt. Denn Zerg funktioniert so, dass ihr möglichst viele Expansionen habt, um dann möglichst viele Einheiten auf einmal bauen zu können. Relativ simples Prinzip. Ich baue trotzdem 6 Zerglinge, wofür? Ich habe ja gerade erklärt, man sollte nur dann Kampfeinheiten bauen, wenn man sie auch braucht. Aber ich habe keinerlei Map-Kontrolle. Ich habe soeben sämtliche Zerglinge dafür geopfert, irgendeinen Scheiß zu machen. Das heißt, ich möchte erstmal 2 Zerglinge an den Xanaga Watchtower platzieren. Natürlich von Map zu Map unterschiedlich. Manchmal möchte man auch noch hier einen platzieren oder ein, zwei. Einfach um zu schauen, was der Gegner macht. Wie gesagt, ihr seid reaktionär. Das heißt, sobald der Gegner euch angreift, müsst ihr es natürlich merken. Es wäre also sinnvoll, ein, zwei Zerglinge hier vor deiner Basis zu haben, um zu merken, wann er rauskommt. Das heißt also, um zu merken, wann ihr von der Drohnenproduktion zur Einheitenproduktion wechseln müsst. Ansonsten habt immer so ein paar Zerklinge und ein paar Einheiten hier, einfach nur um irgendwas zu haben, um euch zu verteidigen. Denn angenommen, der Gegner hat probiert, irgendeinen kruden Scheiß zu machen und greift dich mit irgendwelchen versteckten Strategien an, dann habt ihr immerhin hier irgendwas. Hauptsache nicht allzu viel. Ihr seht, ich baue immer noch fleißig Drohnen. Macht einfach am meisten Sinn. Vergesst nicht, euch die ganze Zeit mit Overlord zu versorgen, sodass euer Supply schön oben bleibt und dass ihr immer wieder Einheiten bauen könnt. Roaches kosten 2 Supply, während Zerglinge 1 Supply kosten. Das heißt, ihr müsst euch darüber überlegen, was sinnvoller ist. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt kann man auch ungefähr techen. Das heißt, sobald ihr merkt, dass eure Expansion angelaufen ist, sobald sie fertig ist, könnt ihr anfangen zu techen. Techen heißt, ihr baut zu einem Layer. Dann schickt ihr auch genau dann wieder 2 Arbeiter mehr ins Gas, damit ihr wieder 3 Stück habt. Die ganze Zeit hat ihr nur ein einziger Arbeiter abgebaut, aber das hat sich jetzt gelegt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt könnt ihr es auch ein bisschen früher machen, falls ihr merkt, dass der Gegner euch die ganze Zeit unter Druck setzt und ihr unbedingt jetzt Schaben braucht. Ich habe sie nicht sofort gebraucht, deswegen habe ich die Gasproduktion auch erst später wieder angekurbelt. Muss man halt, wie gesagt, sehen, was Geschmackssache ist, was nicht Geschmackssache ist. Das kommt zu euch noch mit der Zeit. Hauptsache ist, ihr macht so mehr oder weniger euer Ding. Jetzt habe ich gemerkt, okay, der Gegner hat mich lange nicht mehr angegriffen. Vielleicht ist es ja soweit und habe erstmal ein paar Einheiten mehr gebaut. Aber trotz allem, niemals vergessen, weiterhin fleißig Drohnen zu bauen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und halt diesen Weg hier zu schließen mit Kriechertumoren. Ganz, ganz wichtig. Weiterhin Drohnen bauen. Sobald ihr merkt, dass nichts passiert, Drohnen bauen. Ich war jetzt lange nicht mehr beim Gegner. Ich habe keine Ahnung, ob er mich jetzt angreifen möchte oder nicht, was er hat, wie er es hat. Also bin ich mal hingelaufen und geschaut, was der überhaupt hat.
Hab versucht, eine einzelne Schabe rauszupicken, weil, naja, die war relativ offen. Hab gesehen, okay, gut, er greift mich hier an, also ziehe ich mich lieber zurück. Zu diesem Zeitpunkt kann man froh sein, dass wir ein bisschen was vorgebaut haben. Nicht allzu viel, sondern nur ein bisschen was. Und können uns jetzt überlegen, wir haben sehr, sehr viele Larven. Wie viele müssen wir tatsächlich opfern, um das hier aufzuhalten? Also wäre es sinnvoll, diese Armee einzuschätzen. Ich weiß, ihr könnt das am Anfang nicht. Am Anfang werdet ihr garantiert den Fehler machen, zu viel zu bauen. Ihr werdet garantiert den Fehler machen, überzureagieren und alle Larven, die ihr habt, für Kampfeinheiten rauszuwerfen. Und ihr werdet am Ende zu viele Kampfeinheiten übrig haben. Das ist nicht schlimm, das ist vollkommen normal. Regt euch nicht auf, das passiert ständig und ihr braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit, um das vernünftig hinzukriegen, dieses Augenmaß dafür zu haben. Das ist nicht wirklich schlimm. Ihr lernt das schon mit der Zeit, keine Sorge. Hauptsache, ihr bündelt eure Armee, überlegt euch, wie viele weitere Einheiten brauchen wir und die restlichen Einheit steckt ihr einfach weiter in Drohnen. Weiterhin stumpf in Drohnen. Ich weiß zum Beispiel, mit 5 weiteren Schaden schaffe ich es, diesen Angriff locker abzuwehren. Habe sogar 6 gebaut, einfach um zu zeigen, dass man es kann. Weiß ja nicht, dass man es auch machen muss. Und falls man merkt, okay, gut, jetzt habe ich den Kampf mehr oder weniger gewonnen, weiterhin Drohnen bauen. Sehr, sehr viele Drohnen bauen. Wir haben jetzt hier schön wieder Larven angespart. Drohnen bauen wäre jetzt an dieser Stelle sinnvoll. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mache. Ach ja, ich erforsche Schaden. Geschwindigkeit ist ganz wichtig. Können wir gleich mal drüber reden. Sobald euer Tech fertig ist, das heißt, sobald euer Bau fertig ist, könnt ihr sofort Geschwindigkeit in der Schadenhülle bauen. Oder auch nicht. Oder hättet schon längst ein Bastingsnetz bauen müssen. Das meine ich mit reaktiven Einheiten. Ich habe gemerkt, der Gegner hat Roaches, der hat Schaben. Das heißt, Berstlinge wären gegen Schaben relativ nutzlos und witzlos. Sie machen dagegen keinen Schaden. Hätte ich gemerkt, der Gegner hat sehr, sehr viele Zerklinge, hätte ich Berstlinge gebaut. Hätte ich gemerkt, er hat sehr viele Marines, hätte ich Berstlinge gebaut. Hätte ich gemerkt, er hat sehr, 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 sehr viele Zealots, hätte ich Schaben gebaut. Oder Berstlinge. Das ist wirklich dann abhängig. Es geht einfach darum, zu reagieren. Ich weiß zum Beispiel, ich persönlich muss jetzt auf Schaben gehen, weil Zerklinge und Berstlinge gegen die gegnerischen Schaben nutzlos sind. Also versuche ich, Upgrades für meine Schaben zu bekommen. Die Gila-Neubildung ist sehr, sehr wichtig, weil das das wichtigste Upgrade ist, das die Schaben haben können. Sie werden dadurch schneller und allgemein besser. Schaben sind sehr, 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 sehr langsam. Normalerweise sind sie eine perfekte defensive Einheit, können sehr, sehr viel einstecken, sehr viel austeilen, aber sind lahmarschig. Sie können verteidigen, aber es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo auf der Hälfte der Map gefangen zu sein, wenn man versucht, den Gegner anzugreifen. Und er baut einfach 40 Zerklinge, rennt an euren gesamten Schaben vorbei, zerfetzt euch die gesamte Wirtschaft und tötet euch. Und ihr braucht 10 Jahre, bis ihr wieder zurück in eurer eigenen Basis seid. Das ist schlecht, das will keiner. Es ist so ähnlich, als wäre man auf einem öffentlichen Klo, möchte gerade sein großes Geschäft verrichten und irgendeiner kommt reingestürmt und wirft euch einen Kuchen in die Fresse. Ungefähr so eine Situation ist das. Ich weiß, die Metapher hinkt, aber spielt einfach mit. Dann fühlt ihr euch genauso hilflos und mit runtergelassenen Hosen erwischt. Wie gesagt, Metapher hinkt, aber es ist das Beste, was ich gerade auftreiben konnte. Tut mir leid, ich bin auch nur ein Mensch. Bis zum Dr. Cox dauert es noch ein bisschen, aber keine Sorge, ich übe. Wir wissen, wir haben eine sehr gute Armee. Wieso nicht einfach weiter Drohnen bauen? Unsere Armee ist gut, wir haben gerade die gegnerische Armee besiegt. Er kann unmöglich mehr haben als das, was wir bereits vernichtet haben. Also, was machen wir? Mehr Drohnen. Die Drohnen müssen irgendwo hin, also können wir genauso gut neu expandieren. Wir merken, dass wir mit unserer Wirtschaft, mit unserer Produktionsfähigkeit nicht gerade das erreichen, was wir haben möchten. Ich möchte gerne mehr produzieren können. Die zwei Königinnen machen schon die ganze Zeit ihren Lava-Inject. Die können nicht noch mehr machen. Was ist also die Möglichkeit, um das zu verbessern? Eine weitere Brutstätte. Wenn ich eine weitere Brutstätte baue und ich weiß, ich bin gerade im Vorteil, kann diese ebenso gut eine Expansion sein. Deswegen zerstöre ich hier gerade die zerstörbaren Felsen. Ich warte, den Gegner anzugreifen, bis meine Gila-Neubildung durch ist, weil ich erst dann die Geschwindigkeit habe, um mich tatsächlich dann auch noch zu verteidigen, falls er auf die Idee kommt, wie gesagt, diese Situation auszunutzen und nur Zerklinge zu produzieren und versuchen, mich durchs Hintertürchen zu töten. Ja, die Metapher wird nicht besser, tut mir leid. Seht, eine Expansion. Das heißt also, wie gesagt, Zerg, extrem reaktive Rasse. Merkt es euch einfach, es wird keinen perfekten Guide geben. Dieses Video ist auch nicht als perfekter Guide gedacht. Es gibt so viele Situationen, wo ihr es besser machen könnt oder schlechter machen könntet. Das soll ich auch auf gar keinen Fall zeigen. So und nicht anders geht's.
Versuch das als eine Art Tutorial zu nehmen, ist das, was es ist, nämlich eine Art Ratgeber. Wichtig ist, sobald ihr wisst, dass ihr eine vernünftige Anzahl an Schaben habt, könnt ihr eine Evolutionskammer bauen. Die könnt ihr natürlich früher bauen, falls ihr vermutet, dass der Gegner Lufteinheiten benutzt, denn durch die Evolutionskammer habt ihr Spornkrabbler. Oder könnt ihr halt jetzt bauen, wenn ihr auch wirklich jetzt diese Upgrades braucht. Wichtig ist, falls ihr auf Schaben geht, das 1-0 Attack Upgrade für Schaben ist das wichtigste Upgrade im Schaben gegen Schaben Kampf. Das heißt, falls ihr Gegner auch nur Schaben hat, ist die Gila-Neubildung nicht ganz so wichtig wie das 1-0 Attack-Upgrade für die Ranged-Einheiten. Deswegen holen wir uns auch jetzt fleißig überall Gas, hier, hier und hier, damit wir möglichst viel Gas haben, denn jetzt werden wir auf Upgrade setzen. Kleiner Hinweis noch für alle, die Eingraben-Upgrades, also dieses Eingraben-Upgrade, ist das wichtigste Upgrade im gesamten Arsenal vom Zerg. Ich weiß, Leute schreiben jetzt bereits wütende Kommentare, aber hört mir das mal zu. Es hilft euch immens. Ihr könnt dadurch, falls der Gegner jetzt auf die blöde Idee kommt, wie gesagt, mit den Zerglern euch vorbeizulaufen, eure gesamten Drohnen zu retten. Denn ihr könnt einfach alle eingraben und der Gegner kann nichts dagegen tun. Sämtliche Einheiten des Zergs können eingegraben werden. Das heißt, falls der Gegner wirklich auf die Idee kommt, falls ihr ihn angreift, mit Zergling zu kontern und dann euch vorbeizurennen, dann könnt ihr immer sagen, ha, fick dich selbst, Krüppel. All eure Einheiten eingraben, eure Königin angreifen und das Schlimmste, was er machen kann, ist eure Extraktoren zu töten. Bis er versucht, die Brutstätte down zu machen, seid ihr schon längst mit euren Schaben wieder da. Das heißt, ihr minimiert eure Verluste immens, falls ihr nur dieses eine blöde Upgrade erforscht. Ganz wichtig, merkt euch das, ist es mit das wichtigste Upgrade im ganzen Spiel. Für alle Rassen, glaubt mir. Super wichtig. Chillt hier rum, wie gesagt, baut Drohnen. Wir wissen ja, der Gegner hat gerade seine gesamte Armee verloren. Es wäre wichtig gewesen, hier noch einen weiteren Zergling hinzuschicken, hier zwei Zerglinge oder drei Zerglinge zu schicken, einfach nur um zu schauen, wann der Gegner wieder was macht. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich ein bisschen blöd bin. Ich hätte längst die Zerglinge, die hier sind, weil ich sie nicht mehr brauche, losschicken können. Ich glaube, ich weiß das auch, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ich weiß, ich bin einfach im Vorteil, weil das der Computergegner ist, aber im ernsthaften Spiel müsstet ihr hier noch ein Zergling hin positionieren und hier zwei, drei Stück. Wie gesagt, jetzt gerade erstmal nicht allzu wichtig. Unsere Gila-Neubildung ist durch, unser Eingraben-Upgrade ist auch durch, das heißt, wir können angreifen, wir bauen jetzt Schaben und könnten jetzt eigentlich angreifen. An dieser Stelle ist der Guide eigentlich auch schon zu Ende, denn jetzt haben wir die volle Kontrolle, können machen, was wir wollen. Wir können unsere Kichertomodo weiter nach vorne setzen. Wir können anfangen, diese Expansion hier auszubauen. Wichtiger Tipp vielleicht allgemein für alle Situationen mit allen Rassen. Falls ihr expandiert, greift den Gegner immer an. Wieso? So kann er eure Expansion nicht angreifen. Falls ihr expandiert und den Gegner beschäftigt, ist er mit euch zugange und ihr könnt dazwischen fleißig Drohnen bauen. Das funktioniert übrigens mit jeder Rasse. Falls ihr eine Expansion habt, egal ob mit Terraner, mit Protoss oder mit Zerg, greift den Gegner an. Das ist die beste Möglichkeit, eure Expansion zu verteidigen. Angriff ist die beste Verteidigung. Immer und grundsätzlich. Was Spartacus schon wusste, wissen wir doch schon lange. Beziehungsweise wir haben es von ihm gelernt, also wusste er es länger als wir. Das ist ein Fall für Philosoraptor. Wer das nicht verstanden hat, wenn ich weiß, wer der Philosoraptor ist, also der Velociraptor, der als Philosoph bekannt ist. Es ist ein Meme auf 9Gag. Ist egal, ist lustig. Sucht einfach danach. Ihr kämpft jetzt mit euren Einheiten. Obwohl das Upgrade noch nicht durch ist, ist es eigentlich saudämlich, aber das Replay macht jetzt sowieso keinen Sinn mehr, denn es ist der normale Computer, den kann man sofort besiegen, sofort töten. Es ist jetzt nicht mal wirklich spannend. Dieses Replay soll euch einfach nur zeigen, wie man Zerg spielen kann. Nicht wie es perfekt funktioniert, sondern wie man es kann. Denn, wie gesagt, Zerg extrem reaktiv. Holt vielleicht aus diesem Replay einfach Folgendes, das Opening. Und um das zu lernen, habe ich das Replay auf unserer Seite verlinkt. Das heißt, falls ihr unten auf die Beschreibung klickt, habt ihr die Möglichkeit, das runterzuladen, das Replay, und das als Schablone zu verwenden. Ihr solltet daraus nehmen, aus diesem Replay, dass ihr angreifen solltet, sobald ihr eine Expansion habt. Nicht stumpf Kampfeinheiten bauen solltet, wenn ihr sie nicht braucht, und konstant die Map-Kontrolle mit Zerglingen am Leben erhalten solltet. Ansonsten versucht ansatzweise dasselbe zu machen, was ich hier gemacht habe, nur ein bisschen besser, und da kommt ihr locker in die Gold- oder Platin-Liga, und das hier das Wichtigste.
Meine Dierstelle ist das Replay zu Ende. Falls es hilfreich war, falls es euch gefallen hat, falls ihr irgendeinen Nutzen daraus gezogen habt, dann drückt doch bitte den Like-Button. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Im nächsten Video möchte ich euch dann erklären, welche Leute diese Rasse spielen sollten, was die Vor- und Nachteile sind von Zerg. Bis denne. Tschö, tschö.